20.07.2023. TCS, Schülerlotsinnen und Schülerlotsen, Freiwilligenarbeit, die Leben rettet. Im vergangenen Schuljahr haben rund 4.800 Schülerlotsinnen und Schülerlotsen sowie Pedibus, Begleitpersonen dabei geholfen, Schulkinder rund um Schweizer Schulen sicher über den Fußgängerstreifen zu bringen. Ihre Arbeit ist für die Sicherung des Schulwegs von entscheidender Bedeutung und ergänzt die zahlreichen weiteren Präventionsmaßnahmen. Seit Anfang dieses Jahres betreut der TCS die Verwaltung der Unfallzusatzversicherung für die Freiwilligen, die sich täglich für die Sicherheit der Schulkinder einsetzen. Dazu stellt er ihnen ein Informationsportal zur Verfügung. Den ganzen Bericht von TCS finden Sie auf unserer Webseite aktuellenews.tv. Rundfunk FM. Erstmals auf Sendung im Jahr 2000 hat sich Rundfunk FM vom Insider-Tipp zum beliebten Kulturevent entwickelt. Während 45 Tagen bespielen nationale und internationale DJs das Musikradio live aus dem Innenhof des Landesmuseums für das Publikum vor Ort. Besucherinnen und Besucher können die Sommertage jeweils ab 17 Uhr mit Rundfunk FM ausklingen lassen, begleitet von einem vielfarbigen musikalischen Teppich, Bars und Foodständen. Den ganzen Bericht von Rundfunk FM finden Sie auf unseren Webseiten aktuellenews.tv und eventkalender.ch. Am 20.07.2023 wurden 177 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 32 Firmen in der Region Zürich, 21 Firmen in der Region Waadt und 21 Firmen in der Region Aargau. Mehr Informationen über Firmenneugründungen und Firmenlöschungen finden Sie auf unserer Webseite handelsregister.tv. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns auf www.aktuellenews.info oder unter der Gratis-Telefonnummer 0800 Search. Sie finden uns auf YouTube unter Help TV oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram unter Handelsregister TV.